Jetzt hier gerade am Set von Schloss Einstein und schenke euch einstein-technisch heute richtig was ein. Wir checken für euch nämlich die neuen Darsteller. Wie sind die so drauf? Wie ticken sie in ihren Rollen? Und vor allem, was machen sie so außerhalb des Einstein-Set? Zwei der neuen Darsteller sind auch richtig weit gereist, um in Erfurt aufs Internat zu gehen. Sie bringt die kalifornische Sonne nach Thüringen und er die ungarische Lebensfreude. Mary und Thomas. Die Sonne im Gepäck zieht Mary schon bei der Ankunft alle Blicke auf sich. Wow, what a welcome. Echt super sweet von euch. Mary ist das American Dream Girl. Redegewandt versprüht sie ihren Charme und kann Schüler und Lehrer schnell für sich gewinnen. Bei ihr muss immer alles stimmen, vor allem Outfit und Auftritt. Geht ihr was gegen den Strich, wird sie zur Oberzicke. Es wäre so great, aber ich habe da noch ein anderes Problem. Ich helfe dir. Klar, ich auch. Mit Wimpernklimpern bekommt die Möchtegern-Amerikanerin fast immer, was sie will. Es ist so super sweet of you guys. Vielen, vielen Dank. Ich kann bald nicht mehr. Mädels sollten nur das besitzen dürfen, was sie selber tragen können. Tomasz und Sándor. Die beiden waren schon in Ungarn beste Freunde. In Deutschland geht Tomasz für Sándor aufs Einstein, damit der in Ruhe reisen kann. Ist doch gar nicht so schwer. Um die Gleichung zu lösen, müsst ihr nur A, B und C einsetzen. Das läuft doch erstmal ganz gut, denn Tomasz ist ein Musterschüler, wie er im Buche steht. Seine einfühlsame Art und sein Händchen für Musik machen ihn im Schloss schnell zum Mädchenschwarm. Tomasz hat schon früh seine Eltern verloren. Deshalb hat er Angst, sich auf neue Beziehungen einzulassen und ist oft melancholisch. Trotzdem scheint ihm nicht nur der Unterricht zu gefallen. Da ist er endlich, Tomasz! Im echten Leben Edzard. Ich habe dich die ganze Zeit gesucht. Hier sitzt du so entspannt beim Schlagzeugspielen. Wie sind die Dreharbeiten bei Einstein für dich? Ist es eher entspannt oder geht es da auch mal ein bisschen rauer zu? Also zum Anfang ist es ganz schön heftig gewesen und sehr viel Drehen immer. Und im Moment geht es jetzt wieder schön entspannt. Nee, du spielst den Tomasz. Hat der Tomasz so ein Mädchensparan-Potenzial sozusagen? Schon ein bisschen. Ich denke, dass er durch seine Hilfsbereitschaft punktet, auf jeden Fall. Aber ansonsten ist er sehr schüchtern und das könnte dann wieder ein Problem für ihn sein. Wie viel von dem Thomas steckt auch in dir als Edzard? Deshalb die Frage, Plüschtier Teddy, was fällt dir dazu ein? Ich habe selber keinen Plüschtier Teddy mehr, aber ich habe einen Affen. Billardkugel. Ich gehe gern Billard spielen mit Freunden und so. Ja. Bist du gut da dran? Es geht. Also. Spiegel. Wie wichtig sind der Spiegel? Oh, nicht reingucken. Warum? Nein, ist okay. Also ich habe das Gefühl, dass wenn man zu oft in den Spiegel guckt, denkt man, oh nee, das sieht scheiße aus und so. Deswegen lieber nicht. Wie hat sich denn so dein Leben seit Einstein verändert? Ja, also Sophie wohnt jetzt bei uns. Sie kommt aus Hannover und ja, sie wohnt jetzt bei uns. Das California Girl, die Mary. Und Zuwachs bei der Familie von Edzard, das mussten wir uns natürlich noch mal genauer angucken. Hey, hier seid ihr in meinem Reich. Und das ist meine Maske dazu. Ach ja, und Sophie wohnt auch noch bei mir. Da drüben steht jetzt mein Windsurfbrett. Das ist Martin, mein bester Kumpel. Also hier sind noch ein paar Bilder von mir. Die habe ich selbst gemacht. Also bei dem Bild hier vorne finde ich, das sieht schon so ein bisschen aus wie ein Kopf, dass hier unten eben das Kinn ist und hier ein Auge. Das größte Problem bei mir im Zimmer ist, dass ich oftmals so eine kleine Blätterwirtschaft habe, also was auch Schulsachen und sowas angeht. Quittungen. Und gibt es einen Grund dafür, dass du sowas sammelst? Achso. Willst du später mal irgendwie berühmt werden? Erstens Guinness Buch der Rekorde. Und zweitens bin ich mir ganz sicher, dass die später irgendwann total viel Geld wert sind. Ja. Na klar. Yeah. Oh nee, oder? Doch. Hast du die noch? Ja. Jetzt bist du der Wahre. Ich bin der Meister der Spiele.